Ich beginne den Tweet mit einem der bekanntesten Twitterer, Sascha Lobo. Der sagt einfach, ein Tweet sagt mehr als 1000 Worte. Ein schönes Bildnis zu einem Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und mit dem Twittern, das ist nicht so ganz einfach. Man schreibt, man hat 140 Zeichen Zeit und auf einmal stellt man fest, irgendwie, oh, ich habe das geschrieben, das wollte ich gar nicht. Neben mir sucht gerade jemand die Schaltfläche zum Bearbeiten eines Tweets. Tja, Prinzip nicht verstanden. Man kann es eben einfach nur schreiben und dann ist es raus im Universum und das war's. Heiko hat eher so einen Einstieg, Twitter, irgendwie Suchtverhalten und stellt sich die Frage, Heiko stellt sich die Frage, Twitter als Einstiegsdroge ins Web? Und Servus zitiert Melanie McBride, die meint, die ein schönes Bild entwickelt für Twitter, was es sein kann. Following smart people on Twitter is like a mental shot of espresso. So kann sich das anfühlen, wenn man sich in die Twitter-Welt begibt und netten Leuten auf Twitter followt. Ja, MS Pro macht sich Gedanken, macht sich immer viele Gedanken und hat so sein Problem mit der Schweinegrippe und irgendwie, Twitter dient ja auch dazu, einfach mal seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Hey ihr Schweine, irgendwann rächen wir uns mit der Menschengrippe. Genauso kann Twitter auch dazu dienen, einfach mal an einem Sonntagmorgen, wenn man zu viel getrunken hat, einfach mal raus damit, wie es einem geht. Und wenn man einfach zu viel Bier getrunken hat, dann fühlt sich das so an. Nie wieder Bier. Und Twitter nutzt man auch bei der Arbeit. Man twittert die ganze Zeit, was so los ist und ach naja, und manchmal passt was überhaupt nicht, manchmal ist alles super. Und das kann eben so weit führen, dass Nico Lummer, der auch viele Startups gründet in Deutschland, sitzt in einem Workshop. Ganz spannend wird es, wenn Frauen darüber berichten, was sie so in real life mit Männern erleben. Und die Zauberfrau, die gibt das ganz gut wieder, was sie da alles so erlebt. Begegnet sie Männern. Der Typ mir gegenüber versteht wohl keinen Spaß, aber er hat schöne Augen, grau-grün. Und Happy Schnitzel hat super Erlebnisse. Die bringt das noch mehr auf den Punkt. Also die sagt wirklich ganz genau, was da los war, auch wenn es nicht so positiv verlaufen ist. Und hier eben irgendwie in der U-Bahn, dem Mann gegenüber beim Aussteigen voll auf den Hintern gestarrt. Dann dreht er sich nochmal um. Ich bin dunkelrot, bleibt sicher ewig. Und was jetzt Oliver Berger, das ist jetzt ein bisschen, ich hoffe, sind hier jetzt keine Leute unter 16, was er jetzt uns hier erzählt, einer meiner Lieblingstweets, aber nicht falsch zu verstehen, in Hamburg im Vorbeigehen auf der Schanze gehört, du brauchst Vaseline und eine Gurke. Kurz überlegt, stehen zu bleiben. jetzt kommen wir mal zurück zu Salzburg. Also das ist ja echt ein Drama hier mit dem Wetter. Also es nervt voll. Und am 21.06., also vor 3 Tagen, stellt Laflo fest, Salzburg ohne Regen wäre wie ein Sommer ohne Sonne. Aber in Salzburg regnet es im Sommer eben. Paradox. Und die Leute aus Hochsölden haben gleich mal eine super Antwort darauf. Einen Tag später kommt aus dem Hotel Edelweiß die Meldung. Die Meldung. Es schneit in Hochsölden. Und bei Twitter ist es so, das wird dann alles wird zu Twitter. Also man geht dann Twitter essen. Man geht dann, ja, alles was früher irgendwie ganz normal auszudrücken war, wird dann in Berlin, Friedrichshain zu Gezwitzerwölkchen über dem Friedrichshain. Und Identifikation und Reputation ist ja bei Twitter ganz wichtig. Und da gibt's eben Winzer Schnitzel, die hat irgendwie ein Problem. Also sie hat irgendwann mal einen Namen festgelegt für sich, für ihren Account. Und dann passiert was ganz Schreckliches. Sie überlegt sich irgendwie, würde sich gerne von Linz distanzieren, fühlt sich aber schon zu alt für eine unspezifische Schnitte. Und die Leute, die beim letzten Barcamp dabei waren, hier in der Arge, vor 2 Wochen, die werden vielleicht Markus Beckedahl kennen. Und Markus Beckedahl ist gleich Netzpolitik, das ist so. Und Netzpolitik ist Politik. Also jeder, der seinen Blog kennt, wird wissen, dass es um Politik geht, aber manche verstehen das nicht. Interessanter Kommentar eben auf den DMMK zu mir. Freut mich, dass du in letzter Zeit öfter über Politik bloggst.
jeder, der seinen Blog kennt, wird wissen, dass er immer über Politik bloggt. Und MS Pro macht sich wieder mal Gedanken über die Zukunft und wir alle wissen ja, Google und ist das alles so und alles ist Apple und wir stehen alle unter dem Diktat. In der Ökonomie der Zukunft hat Apple all mein Geld, Google all meine Daten. Jetzt brauche ich nur noch eine Pharma-Riesen für den Rest. Und damit MS Pro ab und zu noch mal rauskommt aus der Twitter-Welt, was er aber irgendwie auch nicht ganz schafft, kapselt er sich da ab und zu ab, ich gehe mal real life. Würde ich übrigens allen Twitterern ab und zu empfehlen. Twitter und alles ist gleich Social Media. Jeder bei Twitter ist Social Media Experte. Mir ist das selber manchmal ganz schön peinlich, dass ich das sage, dass ich das bin, aber muss halt sein. Und Pachakutek stellt fest, am 29. Mai, Social Media meets Social Projection meets Social Judging meets Expansion of the World Social G-Way. Und die Twitterer, die können ja nicht untereinander, die halten das überhaupt nicht aus. Die gehen dann gemeinsam zu Twittergessen, also miteinander Mittagessen mit ihren Twittern. Oder die gehen zu einem Twittwoch, ein Mittwoch, der dann zum Twittwoch wird. Und dann passiert Digital Bohemisches Abhängen, Twittwoch at Munich. Und abschließend möchte ich gerne mit einem Zitat wieder von Sascha Lobo, eben über Kommunikation, über zwischenmenschliche Dinge. Und zwar sagt er, bei zwischenmenschlichen Menschenproblemen sollte man stets die Möglichkeit in Betracht ziehen, selbst total bescheuert zu sein. Danke für die Aufmerksamkeit.